Hallöchen, meine Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Pokémon. Renegade! Platinum! Aslan Challenge! Willkommen, wir befinden uns hier im Untergrund. Hey, Sefi, ist dein erstes Mal hier? Willkommen im Untergrund. Wo das ist, fragst du? Sagte der Radar das nicht? Du bist im Untergrund, Alter. Du kannst hier übel krassen Shit machen. Damn, boy. Ja, das, meine lieben Freunde, war tatsächlich einer meiner Get Goods, Give Goods. Get Goods, Tridalo. Das war eins meiner mit Abstand. Also, wenn ich die vierte Gen damals für etwas gefeiert habe, ne, ich bin ja bei der vierten Gen und bei der fünften Gen dann ausgestiegen, weil ich die Gens nicht mehr so nice fand wie die ersten drei, vor ich zurückkam und Poketuber wurde. Aber, wenn ich die vierte Gen für etwas richtig krass geschätzt habe, dann auf jeden Fall für das hier. Das ist so insane gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie ging das noch gleich? Man konnte doch irgendwie hier graben, ne? Die Frage ist nur, wie und wo. Wo konnte man noch hier noch gleich... Spheres, Traps... Goods, Treasures, go up. Ich würde gerne graben, aber wie ging das denn noch gleich? Ja, hier konnte man nämlich irgendwelche Fossilien ausgraben, man konnte sich Geheimbasen bauen und das Beste daran, man konnte seinen Gameboy mit anderen Gameboys verknüpfen und Multiplayer spielen. Und zwar hier unten in dieser... Oh. Ups. Da war eine Trap. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie man da reinkommt. Braucht man da noch ein Tool? Ja, auf jeden Fall, das war ein absoluter Blast, aber... Das ist nicht unsere heutige Mission. Unsere heutige Mission ist es, weiterzukommen. Vielleicht machen wir irgendwann mal noch so eine Untergrundbasis. So rum. Aber heute haben wir anders vor. Ich wollte es dennoch mal zeigen, weil, wie gesagt, das war mit Abstand mein absolutes Lieblingsfeature in diesem Spiel. So, ich habe, by the way, immer noch nicht rausgefunden, wo wir hin müssen. Ich habe jetzt noch die ganzen Häuser ein bisschen durchsucht und so. Und noch ein paar Items gefunden, aber ansonsten habe ich keine Hinweise, wo wir hin müssen. Ich dachte oder ich habe gehofft, dass im Untergrund jemand was Neues sagt, aber scheinbar nein. So, haben wir mittlerweile 150? Nein, 147, okay. Oh ja, Bruder, ich weiß, wir dürfen hier nur mit dem Bicycle lang, okay. So, drei neue Pokémon und dann hat der Dude irgendeine Belohnung für uns, was ziemlich cool ist. Pidgeotto. Okay. Level 21, das ist tatsächlich schon ein wenig scary. Weil einige unserer Pokémon sind nur auf Level 17, ne? Immer noch. Und ja. Das ist schon, crazy. Puh, okay. Und hier haben wir, by the way, auch noch einen Encounter. Ponyta, okay. Bristle Boy. Hast du maybe eine Bodenattacke? Ich weiß nicht. Bin immer so ein bisschen skeptisch. No, no. Aber Flame Whale hast du. Drill Run. Ne? Also hier die Bodenattacke. Aus der, ich glaube, fünften Generation. Galoppa kann das auf jeden Fall. Und da habe ich ein bisschen Angst vor. Okay. Von wem ich auch Angst habe, ist das Fluffy hier. Gehe ich zu Besowski? Rein? Ich hätte zu Besowski rein, Digga. Es ist ein Elektro-Pokémon gegen ein Wasser-Pokémon. Shockwave. Cool. Okay. Magnitude 8. Das reicht nicht. Cotton Spore minus init. Okay, und er charged. Juckt nicht. Juckt nicht. Magnitude 10. Das war's für Fluffy. Okay. So, noch ein neues Pokémon müssen wir sehen. Und dann haben wir 150 Pokémon gesehen. Sehr schön.
Nicole mit Talo. Okay. Den können wir easy wegmachen mit Thunder Punch. Den wir jetzt ja neu haben. Da Bristleboy auf 21 oder auf 20, weiß nicht mehr, Thunder Punch gelernt hat. Oh, ich hoffe so sehr, dass es reicht für die Viecher hier. Yes. Wingull. Bruder. Vierfach effektiv. Get the fuck out of here. So. Spezialangriff plus 2. Light Screen. Ich meine, Quick Attack. Brauchen wir Quick Attack? Wir sind so oder so sehr schnell, ne? Scheiß auf Quick Attack. Light Screen ist actually ziemlich gut. So, und jetzt können wir zurück. Wie gesagt, hier haben wir noch einen Encounter frei auf Route 206. What the fuck? So. Wir haben 151. Ey. TM54. Was zum Fick ist das? Wir bekommen eine TM dafür, dass wir Pokémon gesehen haben. Okay, das muss aber... War's nicht 51? 54 war's. Ach, False Swipe. Ah, Trugschlag. Okay, I get it. Okay, mein, why not, ne? Okay, der nächste Arenaleiter ist scheinbar auf einer anderen Route. Ich entscheide mich jetzt einfach mal hier runter zu rasen, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich tun soll. Und ich meine, bevor wir... Ich meine, die Gegner hier sind sowieso auf unserem Level. Bevor wir jetzt hier in die Arena steppen oder so, versuchen wir trotzdem noch die Gegner hier wegzusnacken. Schnabulieren, Alter. Erstmal Knock-Off drücken, Digga. Holy shit. Okay. So. Ja, ist worth. Ich habe keinen Bock, gleich zu weinen, wenn Bristleboy stirbt. So, wir sehen unten ganz viele Items und viel Wiese. Luxio. Luxio, Luxio, Luxio. Wablo hat jetzt nicht mal mehr eine Schwäche, ne? Gegen Elektro. Ist nur neutral. Ja, Elektro. Ich meine, wir haben ein Boden-Pokémon, aber... Fuck no, bro. Fuck no. Fuck this shit! Oh. Ey, dieses Luxio, ne? Just saying. Es geht mir gerade echt auf den Piss, Alter. Brick Break. Fuck. Das macht doppelte. Oh mein Gott! Ich meine, er kann Biss, ne? Wir haben nichts für Elektro-Pokémon. Wir müssen... Ja, natürlich geht er direkt für Biss, dieser Junge, Alter. Ja, wird zwar resist... Oh, wir outspeeden. Okay, never mind. Never mind, never mind, never mind. Alles gut, alles gut, alles gut. Ey, wir müssen Bisowski entwickeln. Das geht nicht mehr. Bisowski ist way too weak für alles. Alter, schaut euch unser Team an. Wir hätten fast wieder zwei Pokémon verloren. Bristleboy ist auf 2, Bisowski auf 4 und Salamander auf 23. Ey, wir haben so kassiert jetzt gerade wieder. Das hätte so wieder ins Auge gehen können. Bristleboy ist fast verreckt. Wir brauchen etwas gegen, gegen Elektro-Pokémon, Alter. Ich weiß halt nicht, ob Diktri so viel bessere Werte bekommt als Dikta. Dikta ist so weak. Und von Makuhita wollen wir erst gar nicht anfangen. So krass. Lass mich mal ganz kurz gucken. Wer hat jetzt den EP-Teiler? Warum greife ich mit den Leuten, mit den Viechern an, die den EP-Teiler haben? Das macht so gar keinen Sinn.
Aber gut, ich würde mal sagen, Level 22 ist erstmal okay. Ich würde tatsächlich ihm jetzt mal den hier geben. Alter, wie viel Stuff wir bekommen haben, ne? Ich habe, by the way, noch einen Wasserstein gefunden bei den ganzen Carpador-Trainern. So, Bristleboy bleibt erster. Für den Moment. So, macht jetzt kein Auge, ihr zwei. Alright. Ey, da unten gibt es so viele Trainer und so, ne? Krass. Blitzer. Blitzer. Okay. Geh ich zu Besowski? Ich meine, ich habe den Lightscreen. Das macht halt wieder Half. Das macht wieder Half Damage. Und unser Starter ist halt hier auch übel Müll, ne? So, zum Glück haben wir gerade Lightscreen ausgerüstet, ey. Schaut mal, wie viel Damage. Stellt euch vor, wir wären jetzt fast tot, ne? Fuck my life, bro. Und dann einfach wieder die Parage, ne? Also Paralyze Heal. Super Potion. Gefährliche Trainer auf dieser Route, Mann. Okay, du kannst auf jeden Fall explodieren, wenn du Bock hast. Und ich habe keinen Bock auf dich. Charge Beam. Warum gehe ich auf Iron Head, Bro? Ja, wäre wahrscheinlich eh kein... Er switcht raus? LOL, weil der Volt-Absorber hat. Also hier, nee, warte mal. Ich habe gar nicht Elektro... Hä, warum... Gar nicht mit Elektro-Moves angegriffen. Warum ist er rausgeswitcht? Hä? Okay. So, das war's mit dem Dude. Besowski, Leon, Schaufler. Aber ist Schaufler wirklich? 80. Bulldoze hat 60 und Magnitude... Ich weiß nicht. Nicht wirklich, ne? Scheiß drauf, Digga. Magnemite. Okay. Wird halt beides resistiert, ne? Oh, das wird vierfach resistiert. Okay. Er hat Magnetfalle! Oh my goodness. Okay. Das könnte jetzt interessant werden, Digga. Oh. Oh. Hat er einfach Magnetfalle, der Junge. Oh, und hier geht's scheinbar gar nicht weiter, ne? Okay, wir kriegen eine Flagge. Aber hier, die Leute haben keinen Bock, ne? Heute tanzen wir ohne Grund. Okay. Schade. Heißt kein weiterer Encounter für uns. Aber wo? Hä? Ich verstehe dann nicht, wo wir hin müssen. Um ehrlich zu sein. Ich verstehe es nicht. Denn... Okay, Moment. Lass mich mal nochmal mit dem Dude sprechen hier. Der Gymleader ist weg. Route 216. Oh, im Mount Dingens. Okay, und der ist... Eigentlich ist der Mount Coronair? Keine Ahnung, wie der heißt. Unten und oben. Aber unten kommen wir jetzt scheinbar gerade nicht hin. Das heißt, wir müssen jetzt einfach hier nach rechts. Weiter. Okay. Ins Galactic-Gebäude können wir halt nicht, ne?
bin immer bei Plasma und Galactic, ich verwechsel die immer. Das ist ganz schlimm. So. Na, see how Mount Coronet towers above us. Ich hätte Elekid wahrscheinlich rauswitchen sollen, ne? Ja. Pflanzen-Pokémon fehlt uns so krass, Leute. Oh mein Gott. Wisst ihr, warum wir jetzt ein Problem haben? Wenn der Robustheit hat, jetzt darf er einfach keinen Zehner haben. Okay, keine Robustheit. Puh. Oh, er hat einen Belgium. Gut. Gute, gute. Iron Defense, okay. Oh, warte mal. Wir haben keinen Ember mehr, wir haben Fire Fang. Und das ist nicht so gut. Aber das macht trotzdem noch Hälfte. Nice. Und das könnte maybe reichen. Das ist plus 2. Ja, Crit. Crit sowieso. Glück gehabt. Slugma. Dragon Breath. Was willst du tun? Ah, du könntest eine Steinattacke haben, ne? Harden. Okay. Nee, not really. Dragon Rage. Damn. Kritische Momente, gut gelöst, ne? So, hier unten ist noch ein Trainer. Schau dir diese schönen Flügel an. Flügel ist gut. Denn das bedeutet, dass du Vogel-Pokémon hast. Hattest. Muss mich korrigieren. Oh. Well, da sind wir jetzt, ne? Da sind wir jetzt. Ehrlich gesagt. Bam, Bruder. Staravia. Uff. Oh, ich hätte für Rocktomb gehen können. So, Bezovsky ist mittlerweile auf Level 20. Ich wüsste echt gerne, wenn sich das Ding entwickelt, Mann. Es kann doch nicht sein, dass Tarnail sich zu Metang entwickelt, was ein mega krasses Pokémon ist, und Bezovsky sich nicht entwickelt. Lol. Geil. Okay, also kein Item mehr. Moonstone. Hey, wir haben so viele Steine. Wir haben einen Wasserstein. Wir wissen, wo das Pflanzending ist. Rock Polish, ja. Okay. By the way, das ist unser Encounter. Light Screen. Thunder Wave. Überlebt dieses Ding, einen Thunder Punch? Schon, oder? Ah, doch. Ein Thunder Punch musst du überleben. Du bist defensiv. Come on. Du überlebst sogar zwei. Okay. Okay. Let's go. Pokéball, Flieg und Sieg. Und wir fressen ein Bronzor. Wir nennen das Ding Notre Dame. Weiß nicht, ob das richtig geschrieben ist. Absolut kein Plan. Bin ein Kulturbanause, wie ihr wisst. Aber ich glaube, wir alle wissen, was hier gemeint war. So. Vision könnte noch schön Level 3.
geht er auf ein Elektro-Pokémon mit Ball? Na, Donnerwelle auf ein Elekid gehen, Digga. Das, die Balls muss man erstmal haben. Oder Nase. Na? Eins von beiden. So. Paralyze, Heal. Gut, ich würde sagen, hier leaden wir mal mit Vision, weil ich glaube, Vision kommt hier ein bisschen besser durch. Je nachdem, was kommt. Außerdem sind wir gleich ein Level weiter mit Vision. Und hier ist ein Ausgang. Oh, Lunastein. Oh. Das Ding gibt natürlich gut EP. Das lehnen wir mal nicht ab, ne? Moment mal. Die Musik ist ja anders. Bin ich hier auf dem richtigen Weg? Lass mich mal einen Schutz nehmen, weil ich habe wirklich keinen Bock auf Ärger. So, Rappel. Team Galactic, mach dir Research. Verpiss dich. Aha. What? Wir finden Dragonclaw? Bro. So, Team Galactic, mach dir Research. Okay. Also hier geht's safe nicht weiter. Digga, Galactic versperrt uns den kompletten Weg hier. Ne, in der Höhle, aber auch bei dem Gebäude da. Ja, siehst, Alter. Oh, aber da geht's raus. Okay. Okay, und da oben gibt's safe noch irgendwie so ein bisschen was, ein Item oder so? Ein Item? Oder es geht tiefer in den Berg rein. Soft Sand. Verstärkt, glaube ich, Bodenattacken? Ah, ja. Hier war der Surfer-Gedöns, ne? Gott, Alter. Light Clay. Das verlängert die Screens, ne? Von 5 Runden auf 8. Was ziemlich useful ist, für, falls wir mal, ne? Wir haben ja Light Screen jetzt auf Elekid, aber bin mir nicht sicher, ob wir es Elekid geben. So. Die Items hier unten können wir aber safe noch holen. Natürlich, Digga. Ey, ich wollte mich einmal umdrehen. Okay. Sehr effektivste. Bam. Nose Pass gibt ein paar gute EP-chen. Prism Scale. Das war noch gleich Prism Scale. Ich glaube, wir machen Diglett. Sprich, Dickte auf 21, 22 oder so. What the? Wo sind wir hier? Hellwolf. Okay. Ich glaube nicht, dass ich hier sein sollte, Digga. Hat er gesagt, Route 216? Ich dachte, ja. Ist es nicht das, was er gesagt hat, wo die Arena-Leiterin ist? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt schon auf dieser Schneeroute sind. Das ist doch... Never, oder? Okay, lass uns einfach mal da rausgehen. Route 211. Okay. Hier haben wir wieder einen Encounter. Und einige Trainer. Einige Trainer. Oh Gott, Digga. Und ich bin instant in den Kampftrainer reingerannt.
Heracross. Ich habe so Angst gehabt, dass der Vielender kann. Aber er kann nur Bugbite. Huh! Lucky me! Ja, Heracross ist super scary. Holy Banoli. So, hier ist by the way noch ein Encounter. Firestorm. Ey, Digga, jetzt haben wir dann wirklich alle Steine, ne? Okay. Grepaberry. Yapaba. Yapaba? Yapaberry. Aspir und noch eine Patcherberry. So, hier, die ganze Route ist voll mit Trainern. Geil, da freue ich mich schon drauf. Hey, you! How would you like to have this tasty nutritious Slowpoke Dale? Nope. I thought these kids, these days were loaded. Go on then, scram! You're not allowed through here without a Slowpoke Dale. Wir müssen wirklich auf die Schneeroute? Wir müssen wirklich auf die Schneeroute? Okay. Uns gehen definitiv die Items aus, ne? Uns gehen definitiv die Items aus. Okay, Ninjask. Er outspeedet uns, aber... Oh mein Gott, Digga. Why? Ah, wir treffen. Alles gut. Okay. Never mind. Ich habe mich gerade verflucht, dass ich im Shockwave, verlernt habe. Aber alles gut. So, der Ninja Boy ist Schnee von gestern. Fetzack ist halt immer noch Level 17, ne? Okay. Besowski, wir nehmen ihm... das Ding ist halt, wir laufen hier gefühlt mit 4 Pokémon rum und eins davon ist ein Baby-Pokémon, ne? Also, die beiden müssen jetzt echt ein bisschen Gas geben, Mann. Die hängen ständig hinterher. So, gut, dann gehen wir rein mit... Ich bin stark! Bin stark, ich bin stark, ich bin stark! Oh, really, Nein, ich bin stark! Oh! Oh, du hast mich überrascht! Oh, oh, da gibt uns ein TM. TM 77? Lol, Psych-Up! So, Aerodactyl. Ancient Power. Holy shit. Wir klauen. Please. Es reicht. Wir flinchen ihn. Wing Attack. Okay. Alles cool. Absolut kein Problem. Vision ist so ein Gott, Junge. Vision ist so ein verdammter Gott, ey. Droppt der ein Aerodactyl, Alter. Und wir leaden halt dann genau mit Glutexo, ey. So. Du bist aber auch ein Birdkeeper mit Noctu. Okay. Ja. Firefang. Extra Sensory. Ich sehe nicht, wie uns das killen soll. Und wir verfehlen den Firefang. Der Aircut hat gut gescheppert, ne? Dafür, dass es resistiert ist, Alter. Holy shit. Okay, Guys. Scheinbar müssen wir wirklich auf diese andere Route. Ich gehe jetzt mal ganz kurz zurück, heile und dann sehen wir uns oben wieder. So, meine Freunde, da sind wir. Also, ich habe jetzt einige Schutz gekauft, einige Schütze, Schützer.
Noch ein, zwei Pokebälle und ein paar und einige Supertränke auch noch. Für diese Route. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung, was wir hier verloren haben, aber scheinbar sollen wir hier hin. Gut. Ich traue mich überhaupt nicht, diesen Trainer anzuklicken, aber wir haben Gatekeeper gesehen, left and right. Team Plasma will nicht, dass wir nirgends... Galactic will nicht, dass wir nirgends hingehen. Unten tanzen irgendwelche Leute. Also der einzige Weg, wo wir hin können, ist hier. Das heißt, das hier darf nicht overlevelt sein. Ich bin ein Elite-Kämpfer. But Cold ist mein Nemesis. Aber ich hab's übel nicht gern, wenn wir die Eier abfrieren. Okay. Porygon auf 23. Das Problem am Porygon ist nämlich genauso eine kleine Snitch, die Sachen wie Donner, Blitz und so können. Will ich hier drin bleiben? Wir werden sehen. Natürlich kriegt er wieder beim ersten Mal. Ja, natürlich. War wieder so klar. Es war wieder so klar. Bristle Boy. Charge Beam. Please nicht auf plus 2, Digga. Danke. Ich dürfte um einiges schneller sein als Porygon. Ich gehe auf Light Screen direkt. Recover? Du kleiner Drecksbastard, Digga. Ja, Thunder Wave, ne? Erstmal schön paralyzen den Jungen. Okay, ich habe Brick Break auf Salamander und wir haben den Ding paralysiert und... Bro, was ist das? Brick Break. Light Screen. Also plus 2, dieser Wichser! Dieser Drecks! Polygon! VA! Hat er noch was? Er hat noch ein Vigoroth. Oh my goodness. Bitte hab kein Biss. Crit. Okay, er müsste mich schon nochmal critten. Außerdem triggert die Flinkklaue und wir ballern Wiggereth weg. Ja, alles andere wäre jetzt gestorben, ne? Alles andere wäre jetzt gestorben. Holy, Alter. Und hier sollen wir lang? Hier soll der Arenaleiter auf uns warten? Okay. Ich heile dennoch meine Pokémon, denn ich habe absolut keinen Bock, dass die hier jetzt rumsterben. Ein Kampf, by the way, ne? Alle wieder am Arsch. Alle wieder am Arsch nach einem Kampf. So, okay. Unseren Encounter holen wir uns noch. Und das ist der hier. Oh. Oh. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Ding schwächen soll. Ich habe absolut keine Ahnung. Metal Claw ist noch kein Step. Warum? Ich wollte... Das war nicht das, was ich wollte. Angriff, Spezialangriff. Okay. Die Metal Claw ist definitiv
glaube, Boden resistiert kein Stahl. Boden resistiert Stein, aber kein Stahl. Das wäre sehr effektiv. Icy Wind wiederum wäre neutral. Please überlebe, Alter. Never mind. Never mind, Bro. Guys. Guys, ich weiß nicht, was ich euch sagen soll. Schweinerei. Na, 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 na. Was eine Schweinerei. Ey, let's go. Let us go. Das Ding wird ebenfalls zu einem der... Warum passt der Name da nicht rein? Schweinerei. Hä? Als ob Schweinerei da nicht reinpasst. Okay. Das ist aber eine Schweinerei. Okay, wir nennen sie Schweinerei. Das ist aber eine Schweinerei. Eine richtige Schweinerei. Guys, ich bin happy. Lasst einen Daumen da für diesen Encounter und für diesen Part. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder auf dieser Route, wenn es weitergeht. Wir sind gefühlt durch die ganze Welt gestreunert und haben erst einen Arena-Orden. Wir sind bei fast 9 Stunden Spielzeit und haben einen Arena-Leiter-Orden. Einen von 8. Okay. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Guckt den Merch vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.